Mami, warum ist mein Rucksack so schwer? Ich habe es schon erzählt. Mami, hör mal auf jetzt. Wie ging's nochmal? Schwerei? Nein, du sollst 30 Sekunden. Du sollst 30 Sekunden. Third or fourth time, Rachel. Okay, jetzt. Schluss, sorry. Nein, es ist doch deine die Kamera, die ich hier halte. Ich bin noch kurz Pause. Ich bin noch 20 Sekunden Pause. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich mal was ganz Besonderes mache. Und zwar möchte ich den nüchternen Zustand, also wenn ich nüchtern bin, dem Zustand gegenüberstellen, wenn ich betrunken bin. Das heißt, nüchtern versus betrunken. Genau, unglaublich viele Experimente werden wir heute durchführen. Also ganz verrückte Sachen. Ich werde, ja, was werde ich jetzt machen? Balancieren und so weiter. Das sollte mir nüchtern dann noch leicht fallen. Aber dann, was passiert, wenn man betrunken ist? Und dann noch ganz viele andere Sachen. Klavier spielen und so weiter. Ich werde ganz viele Jägermeister-Shots trinken und werde dabei unterstützt von Lars. Servus. Und Kevin. Hi. Lass mal leider die ganze Zeit unscharf, aber ist kein Problem. Genau, hinter der Kamera ist auch noch jemand dabei. Ja. So unverlernt. Los geht's. Ganz wichtig dabei ist natürlich, das ist ein Experiment, wie ich schon gesagt habe. Ich möchte einfach mal schauen, was löst Alkohol im menschlichen Körper aus. Also es ist ein Selbstexperiment und deswegen macht es auf keinen Fall nach. Wir werden ja auch sehen, was Alkohol wirklich auslöst, was einem dann noch gelingt. Und ja, am Ende auch natürlich ein Fazit, einfach mal schauen, was passiert, wenn man sich betrinkt. Ist man dann auch genauso kompetent in einem, wie wenn man nüchtern ist. Okay, wir haben uns jetzt darauf geeinigt. Ich habe erstmal so eigentlich gesagt, ich werde jetzt so 2 trinken und dann gucken wir schon mal, aber ich werde jetzt immer 5er Runden trinken, in einem kleinen Abstand, weil ich kann jetzt natürlich, also das sollte man so oder so nie tun, irgendwie eine Flasche pur trinken oder so, das ist viel zu viel. Ich werde jetzt mal gucken, damit man natürlich aber wirklich für den Vergleich auch ein bisschen was hat, werde ich jetzt mal 5 Shots hintereinander trinken und genau, das hier ist die Flasche. Das ist Jägermeister. Als wäre es jetzt Produktwerbung. Aber nein, es ist einfach nur, damit ihr wisst, welches Getränk, um welches Getränk es geht. Genau, 2 sind schon voll. Nummer 3. Ich muss tatsächlich gestehen, also ich trinke relativ gerne zum Feiern gehen. Dann trinkt man halt irgendwie 1-2 Becher. Da mische ich mir dann immer so, ich sag mal, das ist ungefähr dann so ein Shot-Level in einem Glas. Da macht man dann einen Energy-Drink oben rein. Und dann kann man das eigentlich ganz gut so trinken, um so ein bisschen angetrunken zu sein. Also das, ne, so eine normale Menge, aber zum Feiern trinken jetzt nie richtig viel. Hier geht es ja aber darum zu zeigen, was ist die Konsequenz davon, wenn man viel Alkohol trinkt. Okay, Nummer 2. Jägermeister-Shots sind echt übel. Alles klar. Ja, wie viele würdest du, man trinkt? Also ich glaube, ich würde als in allein würde ich glaube ich 4 hintereinander schaffen. Ja. Ich mach's gleich. Das finden wir auch noch schön, ne? Aber sind wir ehrlich. Jetzt mal so leichter Medizingeschmack, was denn? Wir warten jetzt ein bisschen, dass der Alkohol wirkt und dann kommen die nächsten Shots. So machen wir das jetzt erstmal weiter, bis er komplett besoffen ist. Jetzt gerade fühle ich mich auf jeden Fall noch sehr, sehr gut. Dann ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um die nächsten schon wieder zu trinken, ne? Boah, Leute, wir füllen jetzt mal die nächsten ein. Wir haben die nächsten 5 eingeschüttet, Leute. Es ist einfach so ein süffiges Getränk. Ich merke jetzt einfach schon. Also das ist tatsächlich, das ist jetzt Werbung für Alkohol, wenn man sagt, dass ich gerade wirklich deutlich. Also wie viele Minuten sind vergangen seit dem letzten Film? 3 Minuten, 4 Minuten? 3 Minuten. Hey, Ruhe! Oh, Entschuldigung. Ab wann machen wir denn die Experimente? Ja, also, ich weiß nicht, wie viel du dir halt zutraust, aber da geht schon noch was. Also ein bisschen was trauen wir schon noch zu. Fürs Video. Auf jeden Fall, genau, werde ich jetzt die nächsten 5 trinken. Im Selbstexperiment, jetzt tue ich mal so, als wäre ich komplett nüchtern. Das geht mir relativ gut. Ich gehe einmal aus dem Bild und komme ins Bild wieder rein. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und jetzt trinke ich die 2. Runde. Oh Gott. Entschuldigung. Hi Freunde, mein Name ist Jonas und jetzt trinke ich die 2. Runde der Shots. Ich bin sehr gespannt, dass jetzt der ganze Alkohol bei mir auslösen würde. Jetzt gerade trinke ich noch nicht so viel. Relativ Jonas hat gerade auf jeden Fall seine komische, euphorische, zappelige Phase, so wie der hier rumhängt gerade. Nach 5 Shots schon. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich treffe die 2. Runde. Das meine ich, Leute. Okay, let's go. Komm. Nee, jetzt hör auf zu labern. Jetzt hör auf zu labern. Das ist mein Video und ich kann die Regeln machen. Wenn man in Australien einen Alkohol... Nein, komm, jetzt hör auf. ...muss man es in die Tüte. Ich film das nicht weiter. Hört auf, trink doch jetzt einfach mal. Schauer, die das sehr interessiert. Dass man damit ja in Deutschland einfach so rumlaufen darf und in Australien nicht. So. Und jetzt schreibt ihr in die Kommentare, ob es interessant ist. Du wirst dich so ärgern beim Schneiden, dass du so viel Material hast. Komm, jetzt mach mal. Das. Danach kann ich so schnell nachtrinken. Das.
Mach die drei aber jetzt zack hintereinander. Ich kann das nicht, das Geschmack. Ein kann ich schnell. Der Mumu-Bär. Jetzt muss ich kurz durchatmen, weil es brennt. Ich hab ne Idee. Ja. Ab der dritten Runde jetzt erlauben wir dir, dass du direkt danach Red Bull nachtrinkst. Das ist nämlich fast genau wie eine Mischung, ich schwör's dir. Nein. Der Hintergrund ist still. Achtung. Ich kann gar nicht. Ich hab mich umgebracht. Boah, das ist nicht morgen. Ich kann das niemals schneiden. Jemand anderes, ich werde jemand über. Also ich kann es nicht schneiden. Also. Ja, gib Felix das Video. Es war eine Idee. Ich meine, das redet zu viel. Ja, viel zu viel. Das ist mein grundsätzliches Problem bei den YouTube-Videos. Die Leute schreiben immer, er redet zu viel. Okay, und der letzte aus Runde 5. Das ist Runde 2, du Spaß. Ja. Aber Nummer 5 aus Runde 2. Entschuldigung. Boah, ich kann das niemals online stellen. Ich schreibe niemals online. Wenn es auf YouTube ist, dann habe ich was falsch gemacht. Merkt euch das, Leute. Leute oder Freunde, was sagst du mir? Oh, Mann! Ich vertraue dich. Das ist schlimmer nicht. Jetzt. Kannst du deine Antwort komm, noch geben? Also, Freunde. Ich sag Freunde. Sagt Freunde, oder? Ja. Finde ich auch schön. Also, dieses Verwandtschaft, also engere Beziehungsverhältnis. Ja, ich trinke ja. Er ist so gemein. Verwandtschaft. Also, ich sage, hey Familie. Ja, ist ja. Hey schön. Family. Boah, das ist ja, mach du das mal hier. Nein! Du hast es nicht wieder aufgestellt. Mein Name ist Jonas und ich trinke jetzt aus Runde 2, Nummer 5 aus. Nice. Stark 1, 5. Okay, stopp, hinstellen bitte. Ist Alkohol schon demonetarisierend, Jonas? Alkohol? Nee. Nein? Sicher? Weiß ich nicht. Wenn ich mit einem Löffelschlag ist es demonetarisierend, oder? Ja. Weil es Schlägerei ist? Ja. Schlägerei! Hier. Aber wann ist das Experiment? Ey, es ist so peinlich, mir ist es sehr peinlich. Das kannst du nicht reinschreiben. Das kommt morgen online. Ich starte das Video. Jede Woche. Ich nehme die Speicherkarte und lade es bei mir hoch. Ja, kannst du machen. Halbe Monetarisierung. Nee, ich mache es wieder aus. Ich will, dass ich die ganze Flasche trinke. Ich will das nicht, das, sorry. Ey, das du will schaust ich gar nicht. Ich überrede niemanden zu trinken. Hey, warte mal kurz. Ist Jägermeister nicht gesund, weil es mit Kräutern ist? Ja, doch, das ist richtig gesund. Siehst du, also, das ist der glaub mir, du musst es sagen und sollen weiter trinken. Muss ich. Trink's leer, Bruder. Der tut gut, ne? Der Energy dann danach, oder? Das macht schon einen Unterschied, Jonas. Ja, tatsächlich, da hat man den bitteren Geschmack nicht. Ja, macht einen Unterschied. Selbst Experiment! Ahoi! Bitte. Leute gehen raus und melden, dass sie Licht brauchen. Er filmt mir den Schwanz, ich find's nicht okay. Jonas, nächste Runde. Jonas, beide, aber einen Schluck noch. Einen links und dann dich. Ja, ja, einer links, ein dann kannst du dich ersetzen. Ey, ich dreh noch einen. Ja, gerne, ich hab einen noch übrig. Aber zu Unterstützung. Ja. Karen, lass ich Schuss mit euch an. Zwölfter Shot. Weil wir Brüder sind, Brüder. Ja. Und Schwester. Unmittelbar. Los, Jonas. Ich kann das nicht machen. Jonas, dann nimmst du den links da vorne. So Leute, die Flasche ist jetzt leer und das ist jetzt sein letzter Shot für den Abend, weil wir merken momentan schon, dass es echt sein Limit ist und dass ich sonst übergeben müsste. Und danach machen wir jetzt die Experimente. Also es ist jetzt der letzte finale goldene Shot. Ja, okay, alles klar. Ich würde gerne schlafen, aber mein Ohr tut weh, weil ich habe die Sonne verbrannt. Hi Freunde, der ein oder andere wundert sich gerade vielleicht, denn das Ganze wurde ja als Experiment angekündigt, indem ich die Challenges einmal nüchtern und einmal betrunken durchführe. Und jetzt, ja, haben wir gerade schon den Teil gesehen, in dem ich mich unglaublich betrunken habe, aber ja die ganzen Challenges nüchtern noch gar nicht durchgeführt. Macht euch da aber keine Gedanken, ich dachte nämlich, es ist einfach lustiger oder unterhaltsamer, wenn man immer die nüchterne Durchführung der Challenge sieht und dann direkt danach die betrunkene Durchführung. Deswegen kommt jetzt gleich ein Zusammenschnitt der Challenges und dort seht ihr dann einmal die nüchterne Variante und die betrunkene. Immer unten links ist dann angeblendet, ob ich die Challenge gerade nüchtern oder betrunken durchführe. Ich denke mal oder vermute mal stark, dass ihr mir das Ganze auch anmerken werdet, aber ich habe es mal zur Sicherheit nochmal eingeblendet. Das wollte ich gerade nur ganz kurz sagen. Jetzt kommen die Challenges und ja, ich weiß nicht. Jetzt gerade bin ich immer noch im Schnitt. Ich bin immer noch sehr unsicher, ob ich das Video veröffentliche. Schaut es euch einfach mal an. Okay, jetzt geht's damit los, dass jeder von den dreien, also Jonas, Kerem und Lars, mir einen Witz erzählen dürfen. Und ich werde jetzt schauen, ob ich nüchtern drüber lache. Und gleich werden mir dann nochmal im betrunkenen Zustand Witze erzählt. Und dann werden wir auch wieder gucken, ob ich lache. Genau, los geht's. Okay. Los? Ja. Wieso treten viele Deutsche aus der Kirche aus? Weiß nicht. Weil sie im Himmel nicht mit dem Handtuch ihren Platz reservieren können. Es hat nicht funktioniert. Scheiße. Okay. Wie bringt man einen Walross dazu, Selbstmord zu begehen? Man zeigt auf seine Brust und sagt, schau mal, du hast da was. Kerem checkt sich, ja. Kerem checkt sich. Ich glaube, betrunken hätte ich extrem drüber. Vielleicht weiß ich noch. Ja, ich fand den Witz. Ja. Warte, ich erzähle den besten jetzt gerade. Der ist mir gerade spontan eingefallen, ja? Okay, warte. Achtung. Muss mich sammeln. Achtung. Dein Kanal.
Spaß. Okay, das meine ich jetzt nicht. Also, pass auf. Mama, warum sterben in unserer Familie eigentlich alle mal so früh? Mama? Mama? Okay, das heißt mal Witz. Das hat jetzt funktioniert. Also, ey, jeder ist wieder dran, Witze erzählen. Jonas, ich werde über jeden Witz lachen. Kerem, fang du gerne an wieder. Ich finde Jonas Kerem. Und Lars und Kerem so lustig. Okay, ich bin still. Ich schwöre, ich kann mich weiter konzentrieren, ich schwöre es. Also, ich bin ja dafür... Lass mich... Nein, warte mal kurz. Ich kann mich weiterhin nüchtern spielen, während ich betrunken bin. Ich schwöre, ich werde nicht lachen über jeden Witz, ich schwöre. Okay, okay. Und bitte. Guck mal, ich mache ja immer so, dass ich habe es ja auch am Anfang gesagt, dass ich dir nicht so witzige Witze erzählen werde. Ja. Das werde ich jetzt auch tun. Okay. Also da muss man halt nochmal denken. Wie heißt du? Jonas. Okay, super. So, Jonas. Geht ein Patient zum Doktor, sagt er, hi Doktor, ich vergesse immer alles. Sagt der Doktor, seit wann haben Sie das? Sagt der Patient, seit wann habe ich was? Hast du es gerafft? Ja, hab ich. Ja? Mhm. Also, auch im betrunkenen Zustand lacht er nicht. Also, ich bin jetzt vor Lars dran. Gehen wir noch in den Club, Lars? Ich hab Bock zu feiern. Natürlich. Vielleicht der Erste? Der Erste? Ja. Nimmst du den Messer? Okay, warte kurz, okay. 10 Sekunden. Okay. Nee, erzähl den Witz einfach jetzt. Okay. Bereit? Ja. Nachricht an den Typen, der meine Daunenjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen, scheiße. Okay, machen wir nochmal einen. Ja. Was ist das Weiche in Vogelkacker? Weiß ich nicht. Auch Vogelkacker. Hast du nicht gedacht? Kommt der Witz noch? Okay, warte, ich versuche jetzt meinen, ihr müsst zuhören, okay? Der ist, Jonas? Der ist auch so kurz. Jonas, das ist schon ein Insta. Ich verstehe leider nur, vielleicht nur Kerem. Okay, Achtung. Warte, 10 Achtung. Sekunden. 10 Sekunden, nee, 10, 9, 18, 16, 17. Okay, das ist auch zu hören, okay? Also. Mami, warum ist mein Rucksack so schwer? Ich hab's schon erzählt. Mami. Hör mal auf jetzt. So, und jetzt machen wir hier eine gerade Linie laufen. Man muss sich jetzt quasi einfach eine Linie denken. Hier am Holz kann man das ganz gut sehen. Quasi einen Fuß vor den anderen setzen und nach vorne laufen. Jonas, wir sind gespannt, wie du dich hier meisterst anstellst. Okay. Das ist nicht dann irgendwie so. Sehr gut, Jonas. Super. Mhm. Aha. Geht's jetzt los? Ja, und bitte. Lass dich ja abstützen, Mann. Nee, ich nicht abstützen, natürlich. Ganz schnell, komm. Los! Das ist nämlich der Grund, warum ich nie betrunken erwischt wurde, dass ich es immer hinkriege. Warte. Du kriegst es überhaupt nicht hin. Doch, voll. Warte. Ich krieg's. Die Füße müssen gerade sein. Das wäre eine Polizeikontrolle. Okay, der hat das leider komplett verkackt. Auf einem Bein balancieren. Okay, warte. Gibt es einen Countdown? Also zeitlich auch? Oder wie lange muss ich? Sagen wir mal 30 Sekunden. Ja, aber glaubst du, ist betrunken schwierig? Ich bin sehr gespannt. Warte. Ja, du bist gleich ja richtig Hacke. Ja. Warte. Okay. Okay. Warte. Okay. So, ihr dürft das Bein aus. Du musst ein bisschen wegweichen, sonst kriegst du... So, ja. Das linke. Ruhe mal ganz kurz. Ich glaube, das wird jetzt schon so leicht die gleichen Probleme hat man schon. Betrunken ist aber schon wirklich schwer. Ja. Okay, sehr gut, sagen wir den Kader ist. Balancieren, betrunken, nicht abstützen. Nein, du sollst 30 Sekunden! Du sollst 30 Sekunden an einer Stelle balancieren! Man versteht kein Wort mehr, was du sagst. Linkes Bein oder rechts? Ja, linkes Bein. Linkes Fliegen. Ja. Deutsch ist eine Fremdsprache geworden. Okay, auch geht gar nicht mehr. Jetzt kann ich schon. Was machst du denn jetzt mit dem Dance, Alter? 30 Sekunden, okay. Jo, was machst du denn da immer mit den Händen? Und du hast es nicht geschafft, Jonas. Nicht mehr 5 Sekunden. Ein letzter Versuch. Mach nicht so, dann verpetze ich dich. Verpetzen? Er ist ein V-Mann. Warum macht er denn immer diesen Dämmes? Und jetzt noch zum Schluss. 10 Liegestütze, let's go.
10 Liegestütz, das wird man wohl packen, wenn man trunken ist. Und let's go. Nicht abstützen. Ja, lass mal kurz eine Sekunde. 10 Stück. Okay, jetzt. Spürst du, dass es nicht sorry ist? Nein, das ist doch dein, die Kamera, die ich hier halte. Ja, mach mal kurz Pause. Ich will noch 20 Sekunden Pause. Okay, let's go. Und los. Los geht's. 10. Gott. Das war keine einzige, Jonas. Eine geht doch bestimmt noch. Das war 2 Minuten Pause, bitte. Nee, das hattest du doch gerade schon, 2 Minuten Pause. Du hast doch jetzt keine ganze gemacht. 1 Minute, bitte. Nee, das... Das trinkt noch einen. Okay, die Challenge ist leider nicht bestanden, gar nicht. Okay, nein. Okay, Leute, die nächste Challenge ist, er muss aus einem englischen Buch vorlesen, das wir hier gerade haben. Ja, mal gucken, wie gut sein Englisch jetzt gerade noch ist. Ich war mal im Vorlesewettbewerb. Okay. Ja. Auf englischer Vorlesewettbewerb. Okay, ja, Kapitel 9, nein. Seeing Zacky with Emily, how he looked at her, how she liked it, floods my mind with memories of the postboy in the mountains and how we started out. Betrunkene Version vorlesen. Kapitel 9, nein. Seeing Zacky with Emily, how he looked at her, how she looked, it floods my mind with memories of the postboy in the mountains and how we started out. You must have seen some interesting places in your travels. I said to Henry after the third or fourth time, we're together. So, Freunde, hier ist das Publikum und wir haben hier Jonas und der wird jetzt ein bisschen Klavier spielen, aber auch im nüchternen Zustand. Ja, jetzt bist du scharf. Ja. Ich mache hier mal gerade eine Dings-Kamerafahrt. Ist das Getränk, dass der Nachgeschmack verhindert ist. Wirklich so. Kann man sagen. Ich bin so froh, dass der Kameramann nüchtern ist, weil sonst könnte man das nie einfangen, was hier gerade passiert. So, jetzt Bettficken. Einmal für die Dings. Einmal für die Girls. Wie ging's nochmal? Ich habe jetzt das ganze Material heute gesichtet und eben das Video geschnitten und sitze hier jetzt gerade wirklich und bin echt beeindruckt. Also ich kannte mich halt auch gar nicht betrunken. Also ich bin auch selten in diesem betrunkenen Zustand. Grundsätzlich, wenn ich feiern gehe, dann kommt es natürlich schon vor, dass man vortrinkt und auch so eine gute Partylaune hat. Aber hier war es jetzt halt wirklich ein sehr, sehr extremer Zustand, ein sehr betrunkener Zustand. Das ist auch einmal darauf zurückzuführen, dass wir eben Shotgläser oder Shotbecher gekauft haben, diese roten, die ihr auch im Video seht. Und ja, aber so ein bisschen eine Fehlkalkulation gemacht haben. Also wir haben dann so überlegt, wie viele Shots kann man vielleicht wirklich trinken. Aber es waren immer jeweils doppelte Shots, die man da eingefüllt hat. Und deswegen, ja, habe ich dann auch wirklich eine ganze Menge getrunken. Was dieses Experiment jetzt aber eben auch noch ja, krasser gemacht hat und eben auch diese Wirkung, diesen Unterschied, dass man wirklich Gleichgewichtsschwierigkeiten hat, dass man nicht mehr richtig sprechen kann, tatsächlich dann teilweise aber noch sich so fühlt oder empfindet, als würde man relativ nüchtern wirken. Und wenn man dann die Aufnahmen sieht, zum Beispiel, ich konnte mich auch an einige Szenen gar nicht mehr erinnern, also wirklich so im klassischen Hangover-Sinne, dass man aufwacht und gar nicht mehr richtig weiß, was ist am letzten Abend eigentlich passiert, weil man so viel getrunken hat. Ihr habt euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gewundert, wo ist das exakte Gegenstück zu der Challenge, die im nüchternen Zustand gemacht wurde, beispielsweise beim Klavierspielen, das haben wir einfach gar nicht mehr aufgenommen, weil ich einfach mich irgendwann schlafen gelegt habe. Also ich bin irgendwann eingeschlafen. Wir waren an dem Abend, ich sage das ja auch noch an irgendeiner Stelle, hier, ich habe Lust zu feiern, wann gehen wir los? Ich habe mich einfach irgendwann schlafen gelegt und war dann am nächsten Tag auch ziemlich verkatert. Es war jetzt auch für mich selbst sehr, sehr krass, das zu sehen, wie man dann wirklich so betrunken wirkt und was man selbst dann aber noch von sich denkt. Und ich hoffe, das war natürlich einerseits ein unterhaltsames Video. Haltet euch mal natürlich nochmal dazu an, macht es auf keinen Fall nach. Also wenn man so viel trinkt,
hat man auch einfach keinen Spaß mehr an einem Abend. Es ist ja gar nicht so, dass ich grundsätzlich sage, trinkt keinen Alkohol oder so, aber kennt euer Maß. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Man kann immer ein bisschen trinken, aber immer nur so, dass ihr die Kontrolle über euch behaltet. Trinkt nie alleine, trinkt immer nur, wenn ihr mit Freunden unterwegs seid und auch Nüchterne dabei sind, die aufpassen können. Dann man überschätzt sich auch oft betrunken. Das vielleicht so als kleines Fazit. Ich fand dieses Video insgesamt auch sehr, sehr spannend zu drehen, weil ich einfach mal schauen wollte, beziehungsweise oft ist Alkohol ein Thema auf diesem Kanal, dann immer im schauspielerischen Sinne. Und das jetzt einfach mal in so einem Selbstexperiment durchzuführen. Schreibt sehr gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr das Ganze für einen Fake oder für echt haltet. Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht habe ich auch einfach nur wahnsinnig gut geschauspielert. Ja, wie schön wär's. Nein, schreibt das in die Kommentare. Schreibt auch vielleicht, wenn es irgendwie sowas nochmal geben soll, sei es jetzt nochmal im betrunkenen, nüchternen Vergleich oder ganz andere Selbstexperimente, auch das gerne in die Kommentare schreiben. Lasst auch sehr, sehr gerne eine Wertung, da würde mich natürlich auch unglaublich freuen. Und ja, dann beenden wir dieses Fremdscham-Video jetzt an der Stelle mal. Ich bedanke mich bei jedem, der eingeschaltet hat und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann und ciao.